Ich freue mich natürlich, dass unsere Idee, das Thema Open Access bei den Open Access Tagen mit in einer Session zu behandeln, auch so eine Resonanz gefunden hat, dass Sie hier sind und sich für dieses Thema interessieren. Wir haben die Session ja explizit auch Qualifizierung genannt, um diesen Überblick, also die verschiedenen Bereiche, Studium, Ausbildung und Weiterbildung zusammenzufassen. Und ich möchte davon einen Teilaspekt jetzt hier kurz vorstellen. Und vieles von dem, was ich anspreche, wird Ihnen bekannt vorkommen, weil es sowohl Frau Bagier als auch Herr Schöpfel gerade schon angesprochen haben. Also da gibt es ganz viele Parallelen. Fokussiert habe ich auf die Qualifizierung für Open Access in den LIS, also Library and Information Science Masterstudiengängen in Deutschland. Und das ist in erster Linie eine Bestandsaufnahme, die zustande gekommen ist auf der Grundlage folgender Fragestellung, nämlich in welchen curricularen Kontexten, in welchem zeitlichen Umfang, mit welcher Zielvorstellung und mit welchen Vermittlungsformen erfolgt eigentlich die Qualifizierung für das Thema Open Access in den entsprechenden Studiengängen im Bibliotheks- und Informationsbereich in Deutschland. Also eine Reihe von Einschränkungen, aber wie gesagt, da gibt es viele Parallelen. Ich vermute auch zu den anderen deutschsprachigen Ländern. Wenn wir sowas betrachten, dann geht es immer auch darum, ist das die... Da müsste jetzt noch was kommen. Ja, geht es auch darum, dass wir differenzieren. Herr Schöpfel hat es ja zusammengefasst. Ich neige erstmal noch dazu, zumindest für die deutsche Situation, zu differenzieren zwischen Bachelor- und Masterstudiengängen. Zumindest habe ich die Bachelor-Studiengänge nicht ausführlicher untersucht, auch wenn, glaube ich, da große Ähnlichkeiten sind. Wir haben als Rahmenbedingung eben diese Begrenzung auf die bibliotheksorientierten Masterstudiengänge. Das differenziert sich in Deutschland sehr stark aus. Vielen Dank. Das lag einfach an dem Aufwand und der Vorbereitung und Tagungsvorbereitung hat dann doch mehr Zeit in Anspruch genommen, sodass das eine angenehme Eingrenzung war. Und das korrespondiert auch mit einer Vorarbeit, auf die ich gleich noch zurückkommen möchte. Ich möchte zwei Bias-Aspekte kurz ansprechen. Wir selbst bieten einen solchen Masterstudiengang. Den Werbeblock finden Sie auf Ihren Plätzen. Da habe ich die Prospekte ausgelegt. Sind also in gewisser Weise befangen, aber vielleicht auch mit einem tieferen Einblick in bestimmte Bereiche ausgestattet. Und das andere, die sogenannten Marktbegleiter, also die anderen Hochschulen, die auch solche Studiengänge anbieten, die wir befragt haben, die haben durchaus bereitwillig Auskunft gegeben. Aber bei allem, was man da so über sich sagt, ist auch immer ein Stück weit Marketing im weitesten Sinne, wenn Sie so wollen, vielleicht auch mit dabei. Das sollte man einfach im Hinterkopf haben, wenn man darüber spricht. Was sind die Hypothesen? Die Unterstellung war erstmal, das Thema Open Access ist in allen Studiengängen vertreten. Es ist eingebettet in übergreifende Themenbereiche, so wie Herr Schöpfel das gerade auch schon konstatiert hat. Es geht primär um Überblickswissen für Open Access, das vermittelt wird. Und wenn es in die Tiefe geht, dann geht es um Fallbeispiele und Projekte, die gegebenenfalls als auch individuelle Vertiefung, beispielsweise im Rahmen eines Projektes oder eines Praktikumsaufenthaltes, wie das auch in Frankreich der Fall ist, oder im Zusammenhang mit einer Masterarbeit stattfindet. Mein persönlicher Eindruck ist, der dann auch zu dieser Hypothese geführt hat, ist, dass sich das, was wir im Bereich Qualifizierung anbieten und das, was in der Praxis stattfindet, sich auseinanderentwickelt. Die Praxis entwickelt sich weiter. Es gibt da viele Konzepte, Praktiken, Erfahrungen. Und umso wichtiger ist es, dass unsere Studierenden einen starken Bezug zu diesen Gegebenheiten in der Praxis haben. Das heißt, die Vorerfahrungen aus dem Bereich Open Access bei den Studierenden sind wichtig, damit sie dann auch später in der Praxis mithalten können. Und
als letzte Hypothese, die Bibliotheken müssen sich ihre eigenen Open Access Spezialisten heranbilden oder sie bei anderen Einrichtungen, die sich solche Leute schon herangebildet haben, wie im Fußball, die einfach abwerben und einkaufen. Untersuchungsgegenstand, also die Masterstudiengänge in Deutschland im LES-Bereich, die differenzieren sich so von 3 bis 5 Semester Dauer. Es gibt die fachlich konsekutiven, also die direkt anschließen an einen bisherigen Bachelor im Bereich LES. Die heißen ganz unterschiedlich, deswegen nehme ich dieses LES als Oberbegriff. Oder was insbesondere in den Masterstudiengängen dann vorkommt, die sogenannte Kreuzqualifikation, also Bibliotheks- und Informationswissenschaft ist eine zusätzliche Qualifikation zu was beliebig anderem, einem beliebig anderem Fach. Und wir können nochmal differenzieren, solche, die sich direkt, wo der Masterstudiengang sich direkt anschließt an einen bisherigen Bachelorstudiengang, also meistens im gleichen Fach, oder berufsbegleitende Studiengänge, wie wir ihn zum Beispiel anbieten. Und dann nennen die sich Weiterbildungsstudiengänge und Voraussetzung ist, dass mindestens 1 Jahr Praxiserfahrung in diesem Bereich bei den Teilnehmern in so einem Weiterbildungsstudiengang besteht. Die Bachelorstudiengänge müssen wir sich nochmal im Detail angucken, aber zurück zu den Masterstudiengängen. Das sind die Studiengänge, die dafür in erster Linie in Frage gekommen. Ich fange mal mit den blau dargestellten an. Sie sehen daran auch, dass die Bezeichnungen weit über den Bibliotheksbereich hinausgehen und das hat auch was mit den Inhalten zu tun. Auch wenn so eine bibliothekarische Tradition an den Standorten natürlich immer auch besteht. In Hamburg zum Beispiel gibt es eben einen konsekutiven Masterstudiengang. Die blauen sind die konsekutiven. In Potsdam nennt sich dann Informationswissenschaften. In Leipzig Bibliotheks- und Informationswissenschaft und in Darmstadt Informationswissenschaft mit einem bibliothekarischen Schwerpunkt. Die berufsbegleitenden Studiengänge fange ich oben mal an mit Berlin. Berlin hat beides zusammengeführt, das ist gut getrickst, sodass also auch Veranstaltungen zusammenlaufen beim konsekutiven und beim berufsbegleitenden Studiengang. Deswegen dort nochmal das Blaue mit 4 Semester Master Vollzeit und eben den berufsbegleitenden. Dann Hannover Informations- und Wissensmanagement auf 5 Semester dann. Berufsbegleitend unser eigenes Angebot, das Malis-Angebot, Bibliotheks- und Informationswissenschaft berufsbegleitend und in Stuttgart, wobei Stuttgart gerade in einer speziellen Situation ist, weil es dort so eine Umbruchssituation gibt. Der gerade eingeführte berufsbegleitende Studiengang wird jetzt innerhalb der Hochschule neu gestaltet. Das hat auch was mit innerorganisatorischen Anforderungen zu tun. Deshalb ist unter anderem auch Stuttgart in der Betrachtung erstmal rausgefallen. Die haben sich erstmal zurückgehalten, auch in den Antworten. Und es wäre unfair, da jetzt irgendwas negativ anzumerken. Rausgefallen ist auch Darmstadt. Dort hieß es Open Access. Die Thematik wird kurz gestreift im bibliothekswissenschaftlichen Modul Hybride Bibliotheken. Und Potsdam, dort war die Antwort, Open Access haben wir bisher nicht als relevantes Kompetenzfeld für unsere Absolventen identifiziert. Dafür sind meines Erachtens die Bibliothekare im Bachelorstudiengang zuständig. Blieben also die anderen genannten und zur Ergänzung noch habe ich mal aufgegriffen, was passiert in der Schweiz, in Chur. Dort heißt der Studiengang nochmal ganz anders, also im weitesten Sinne auch bibliothekarisch orientiert. Habe nicht nur ich aufgegriffen, sondern hat Frau Leto aufgegriffen, die hier mit im Raum ist. Sie hat im Rahmen ihres Masterstudiums ein Projekt im vergangenen Sommersemester durchgeführt. Ich habe noch eigene Analysen ergänzt und Frau Leto steht natürlich gern auch für Auskünfte zur Verfügung. Sie hat auch die ganzen E-Mail-basierten Interviews geführt.
Der erste Analyseschritt war die Modulbücher, also die Beschreibungen der Studiengangsinhalte, sich anzusehen. Und da ist die Situation analog zu Frankreich. Das wird nur am Rande erwähnt und wenn überhaupt, dann waren das nur ganz wenige von den betrachteten Studiengängen, in denen das überhaupt als Wort auftaucht, wenn man mal nach diesem String sucht. Und diese E-Mail-basierte Umfrage von Frau Leto hat eben ergeben, dass aber trotzdem das Thema in den Studiengängen durchaus an verschiedenen Stellen auftaucht. Sie hat eben die Studiengangsverantwortlichen und die Lehrenden interviewt. Die Einbindung ins Curriculum findet normalerweise in den ersten beiden Semestern statt, von Studiengängen, die 3 oder maximal 5 Semester dauern, also in den einführenden Veranstaltungen, und ist dann, das Thema ist eingebettet in den Bereich Informationsdienstleistungen, Informationstechnologie, elektronisches Publizieren, wie gerade vorhin auch zu Beginn mal gesehen, ausgewählte Aspekte der digitalen Informationsversorgung, also irgendwie in so eine überblicksartige Darstellung. Ganz interessant eben auch juristische Fragen, wie gerade vorhin auch anklang, spielen zunehmend eine Rolle, oder auch informationsethische Fragestellungen. Ein Kollege bei uns, Herr Rösch, thematisiert es in seiner Veranstaltung entsprechend. Häufig ist das Thema auch ein Thema unter mehreren, das von den Studierenden gewählt werden kann, und es ist nicht sicher, dass es gewählt wird. Also es werden mehrere Themen angeboten und je nach Interesse kann es sein, dass es stattfindet oder eben auch nicht. Darüber hinaus gibt es in den höheren Semestern fakultative Vertiefungen im Rahmen von Projekten, im Rahmen von Praktika, das hatte ich jetzt hier nicht erwähnt, oder im Rahmen von Wahlpflichtveranstaltungen. Und dort findet das Ganze dann auch sehr ausgeprägt, auch zeitlich ausgeprägt statt. Bei der Betrachtung, wie viel Zeit wird eigentlich auf dieses Thema verwendet, hat man die Schwierigkeit der Messung. Die reine Unterrichtszeit wäre der erste Betrachtungsschritt, aber dazu gehört eigentlich bei berufsbegleitenden Studiengängen die Aussage, dass eben dort relativ wenig Präsenz stattfindet im Vergleich zu den Vollzeitstudiengängen. Dafür gibt es dann im Bologna-Kontext das Konzept des Workloads, das sich zusammensetzt aus Präsenzzeit, Vor- und Nachbereitungszeit. Aus den Bachelor-Studiengängen wissen wir, dass die Nachbereitungszeit im Normalfall nicht stattfindet. Das heißt, es reduziert sich dann doch stark auf die Präsenzzeit in vielen Studiengängen. In den berufsbegleitenden Studiengängen sieht es zum Teil, glaube ich, anders aus. Pi mal Daumen kann man sagen, wird das Thema so ungefähr in einer Doppelstunde, also in 90 Minuten behandelt, in den meisten Studiengängen, manchmal ein bisschen weniger, in anderen ein bisschen mehr. Sobald es dann aber einer Vertiefung, also zu einer Vertiefung kommt im Rahmen eines Projektes oder im Rahmen eines einer Masterarbeit oder sowas, dann ist es deutlich umfangreicher, dann sind es 100 bis 200 Stunden Workload. Wenn Sie das durch 30 dividieren, dann kommen Sie ungefähr auf solche Werte, die wir klassisch als Semesterwochenstunden bezeichnen. Was sind die Lernziele? Es wird primär eigentlich geht es darum, so strukturelle Basiskenntnisse zu vermitteln. Was ist das? Grüner Weg, goldener Weg, Lizenzen und solche Dinge. Zum Teil kann man eben aufsetzen auf den Vorkenntnissen aus dem Bachelorstudium. In den berufsbegleitenden Studiengängen geht es tendenziell mehr darum, Problembewusstsein zu vermitteln, also diese Sachverhaltsvermittlung tritt in den Hintergrund, und die Leute haben ja zum Teil auch Vorerfahrungen aus dem Bereich, und es geht dann darum, einzelne Fachfragen vertieft zu diskutieren oder zu überlegen, wie können denn jetzt spezielle bibliothekarische Dienstleistungen realisiert werden und warum klappt das und warum klappt das nicht und ähnliche Dinge. Bei den Projekten oder Wahlpflichtmodulen ist es häufig so, dass exemplarische Vertiefungen oder konzeptionelle praktische Lösungen für bestimmte Themenbereiche angegangen werden. Also dass man Sachverhalte grundsätzlicher und ausführlicher anspricht. Wie wird vermittelt?
Meistens ganz klassisch erstmal durch so einen Lehrvortrag, gestützt durch PowerPoint-Folien oder nette Filmchen, wie wir in der Open Access-Szene einige zur Verfügung haben, so als Abrundung und Einführung. Haben ja eine sehr prägnante Vermittlungsleistung. Und ein zweiter Aspekt sind häufig Fallbeispiele, also dass man einfach Beispiele auch zum Teil aus dem Erfahrungshorizont der Teilnehmer aufgreift. Das ist ein Schwerpunkt in den berufsbegleitenden Studiengängen, wo auch auf die Vorerfahrungen, die praktischen Vorerfahrungen der Studierenden zurückgegriffen werden kann. Und es wird dann halt erörtert, was sind Best-Practice-Lösungen und was sind die Rahmenbedingungen dafür. In diesem Zusammenhang findet dann auch eher sowas statt wie eine konkrete Bezugnahme auf Fragestellungen aus der Praxis, Beteiligung an Problemlösungen. Wir haben heute Morgen ein schönes Beispiel dafür gesehen. Die Zensusuntersuchung in Berlin ist ja Ergebnis eines solchen Projektes oder zumindest unter Beteiligung von Studierenden zustande gekommen. Gern untersucht werden auch oder gern genommen werden auch vergleichende Themen. Wir hatten zum Beispiel mal eine Untersuchung zu Policies, welche Hochschulen haben überhaupt Policies und wie sind die ausgestaltet und Ähnliches. Was sind die Perspektiven? Die meisten Kollegen wollen das so lassen, wie es bislang ist, und sagen, mehr geht rein zeitlich auch gar nicht unterzubringen. Wenn überhaupt, dann geht es darum, die Vertiefung in einigen Spezialbereichen den Studierenden anzubieten. Aber das Standardprogramm wird sich so nach allem, was wir in Erfahrung gebracht haben, nicht verändern. Manche Hochschulen denken darüber nach, zum Beispiel Wahlpflichtveranstaltungen standardmäßig einzuführen. Und dann ist halt immer die Frage, kommt eine Wahlpflichtveranstaltung zum Thema Open Access zustande? Also wir haben sowas auch gerade eingeführt, ab 2015. Daraus kann man aber im Umkehrschluss folgern, dass der Bedarf an spezialisierenden Weiterbildungsveranstaltungen weiterhin bestehen wird. Und je mehr die Spezialisierung in der Praxis stattfindet, desto wichtiger werden solche Veranstaltungen wie die Open Access Tage oder, um ein Beispiel rauszugreifen, in 2-3 Wochen gibt es sowas Ähnliches in anderer Form mit begrenzter Teilnehmerzahl in Jülich, wo dann konkrete Fragestellungen in der Praxis behandelt werden. Die Hypothesen noch mal kurz im Blick. Also Open Access ist nicht in allen Studiengängen ein Thema, einfach deshalb, weil es als spezifisch bibliothekarisches Thema betrachtet wird und dann so eine Absetzbewegung oder wie immer man das bezeichnen möchte, stattfindet. Es ist in vielfältiger Weise eingebettet in die Studiengänge und in andere Themen. Es wird primär Überblickswissen verteilt im Sinne von Vortrag oder auch gelehrt, aufgegriffen, gelernt. Wir können durchaus davon ausgehen, dass dieser Spalt zwischen dem, was in der Praxis an Kenntnissen da ist und dem, was in der Lehre vermittelt wird, größer wird und dass nur ein Teil der Studierenden dann wirklich die Anforderungen aus der Praxis vollumfänglich erfüllen kann. Das sind vermutlich in erster Linie diejenigen, die an Weiterbildungsstudiengängen teilnehmen, und der Weiterbildungsbedarf wird eher steigen als weniger werden. Interessant wäre aus meiner Sicht, um anzuschließen an das, was Herr Schöpfel schon angesprochen hat und was Frau Bagier auch schon angesprochen hat, mal noch genauer rauszubekommen, was denn eigentlich der Bedarf ist in der Praxis. Vielleicht ist das ein Thema heute. Wie sieht es konkret in den Bachelorstudiengängen aus? Und welche Typen von Weiterbildungsveranstaltungen, da wollen wir so eine vergleichende Analyse auch zwischen den Ländern mal vornehmen. Man sollte vielleicht auch die Absolventen mal fragen, wie sie denn mit dem Wissen, was sie aus den Hochschulen mitgenommen haben, in der Praxis zurechtgekommen sind. Und von Ihnen auch angesprochen, wie ist es denn mit den Nicht-LIS-Studiengängen? Ist dort das Thema Open Access ein Thema? Und wo könnte es dort verortet werden? Oder ist es ein Job der Bibliotheken, die
die Informationskompetenzschulungen in diesem Bereich machen. Dankeschön. Ich denke, das muss wirklich viel mehr ins Bewusstsein der Wissenschaftler kommen, was für eine Chance eben im Open Access zur Verfügung steht und dass eben gerade auch hochqualifizierte Leute sich damit auseinandersetzen müssen, auch gerade in den Studiengängen. Denn die werden wirklich ja auch einfach sehen, wenn ich auch was geschrieben, publiziert habe, wer weiß überhaupt nicht, was es da für unterschiedliche Publikationsformen gibt, was man für Möglichkeiten hat. Und wenn man ja jetzt sieht, dass in einzelnen Bundesländern eben eine weitere Möglichkeit eingeführt wird, Open Access zu veröffentlichen, sollte das wirklich auch sehr viel stärker in das Bewusstsein auch der Wissenschaftler nochmal reingetragen werden, dass es eben keine Verpflichtung, aber eine Möglichkeit ist, um Sachen zu veröffentlichen. Denn da gebührt, glaube ich, vor allen Dingen die Ablehnung und die Angst, die viele Leute haben, muss ich denn jetzt wirklich mein Wissen zwangsläufig Open Access noch teilen oder ist es nicht einfach eine zusätzliche Möglichkeit, die ich habe? Ja, also zwei Dinge. Ich stimme Ihnen völlig zu, dass bibliothekarisch, zumindest für uns und für mich persönlich, keine negative Konnotation ist. Für manche Kolleginnen und Kollegen scheint es aber so zu sein. Also so im Sinne bibliothekarisch gleich traditionell und so die Standardaufgaben. Und wir machen aber was Besonderes, Innovatives oder Management und sonst wie orientiertes. Ich überzeichne das jetzt mal ein bisschen. Das ist das eine. Aber das andere, und da fühlen wir uns natürlich nur begrenzt handlungsfähig, ist, wie können wir tatsächlich die Wissenschaftler erreichen? Und vor dem Hintergrund, denke ich mir, ist schon wichtig, dass wir die Zielsetzung in den Open Access Veranstaltungen, insbesondere in den berufsbegleitenden Studiengängen, wo ja oder ich sage mal, insbesondere in den Masterstudiengängen, wo ja die Leute sind, die perspektivisch dann für Konzepte in den Bibliotheken zuständig sind, mitnehmen, dass das eine Aufgabenstellung ist, die sie zu bearbeiten haben. In den Bachelorstudiengängen dürfte die Aufgabenstellung nochmal eine andere sein, aber in den Masterstudiengängen, denke ich mir, ist das ein zentrales Thema. Und dazu gehört zum einen einfach das Rüstzeug, die Basiskenntnisse, aber es gehört eben auch die Sensibilisierung für diese Fragestellung. Aber es wird wohl nicht gehen ohne Bereitschaft, auch sich dann in die Institute, in die Fachbereiche zu bewegen und mit den Leuten dort vor Ort das Thema auf die Schiene zu bringen.